Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Endlich, liebe Leute, haben wir hier mal ein richtig geiles Setup uns hergestellt, um jetzt endlich Madden zu zocken, und zwar mit Facecam, Digga. Und zwar richtig entspannt hier im Stuhl, Digga, mit Mic, mit Kamera, allem drum und dran, Digga. Richtig geil, ich bin richtig excited. Und deswegen, liebe Leute, würde ich sagen, wir jumpen direkt rein ins Ultimate Team. Als allererstes mal, ich bin jetzt ein 89er overall, denn durch meinen guten Kumpel, warte mal, ich suche nochmal kurz den Instagram-Namen raus, VenomXO_Y. IT. Keine Ahnung, Digga, wie man das aussprechen soll, aber auf jeden Fall. Der hat mir dabei geholfen, ein paar richtig krasse Spieler zu bekommen. Und die will ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, bevor wir ins erste Game reinjumpen. So, Leute, als allererstes haben wir uns selber Adrian Peterson gekauft. Adrian Peterson hat 91 Speed, aber auch 91 Break Tackle und 90 Trucking. Also das ist richtig geil, Digga. Eine richtig gute Mischung, so ein richtiger Allrounder. Dann ganz, ganz krank haben wir jetzt Calvin Johnson, Junge. Megatron. 96er Overall, Digga. Das haben wir auf jeden Fall meinem Kumpel zu verdanken. Also nochmal Shoutout an dich, Bro. Den hier haben wir noch gezogen aus einem Pack. Und DK Metcalf werden wir demnächst auf den 95er hochbringen. Ich habe schon zwei von den drei benötigten Tokens. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Genug gelabert, Digga. Gucken wir noch schnell in die Defense. Da haben wir jetzt auch richtig krank Bobby Wagner auf Middle Linebacker. Auf wegen meinem Kumpel, Digga. Richtig, richtig gestört. An dieser Stelle auch nochmal Shoutout an dich. Unser Linebacker davor war einfach mal Cole Hoke mit einem 81er, Digga. Jetzt ein 95er. Richtig krank, Junge. Ja, Mann. Und damit würde ich sagen, jumpen wir jetzt auf jeden Fall ins nächste Spiel. Unser Record ist bisher ein Sieg und zwei Niederlagen. Ja gut, dann würde ich sagen, jumpen wir ins Game. Ich hoffe, wir können Sieg holen. Weiß nicht, könnt ihr mich gerne auch mal in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr das Setup jetzt findet. Findet ihr, es sieht nice aus, Digga? Kann man so zocken? Was sagt ihr? Wie haltet ihr? Was haltet ihr davon? So, Leute. Ja, natürlich, Digga. Direkt wieder ein absolutes 99er-Team. Digga, Patrick Mahomes und Ed Reed, das wird auf jeden Fall kritisch. Wir müssen wegkicken erstmal den Ball. Mal gucken, wie das Spiel laufen wird. Wir haben ja jetzt auch ein paar bessere Spieler so. Wie gesagt, Megatron, Bobby Wagner. Deswegen, wir warten einfach mal ab. Wir gucken mal, wie die Party hier läuft. Schon mal ein sehr starker Return von ihm. Aber ja, wir gucken erstmal, wie es läuft. Mein zweiter Linebacker ist halt trotzdem Holcomb, und das ist schon mal scheiße, wenn man einfach einen 81er auf Linebacker hat, Digga. Ah, okay. Wir haben einen kleinen Linebacker-Blitz am Start, einen Zone-Blitz. Ich bin jetzt mal ein D-Liner, mache ich normalerweise nicht. Digga, sein Running Back ist einfach jetzt schon auf X-Factor aktiviert, Digga. Was ist denn da los? Scheiße. Scheiße, Junge. Jerry Rice oder was, Junge. Natürlich, ey. Okay, entspannt bleiben. Erstmal weiterspielen. Mal gucken, wie es läuft. Okay, ich bin jetzt hier Trufant auf der Außenseite. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich bleib hier auf der rechten Seite. Mal sehen, was er macht. Also, das sind auf jeden Fall viel zu viele Yards, Digga. 9 Yards für einen Lauf. Nee. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Lauf, aber man weiß nie. Könnte alles Mögliche sein. Es ist ein Lauf. Digga, er nimmt einfach ein Timeout. Einfach was? Junge, was macht er denn die ganze Zeit? So, Leute, wir haben den Ball. Und jetzt heißt es Attacke, Digga, aber sowas von. Okay, Digga, er kommt einfach direkt durch. Alter, der Typ braucht so lange, um seine Plays zu picken. Junge, was soll denn der Scheiß, Mann? Will der mich aus dem Spiel rausekeln oder was? Alter, was zum Geier, Digga? Ey, das war ein ganz normaler kurzer Pass und ich wurde fast schon wieder gesackt. Der hat nicht mal einen Blitz oder so am Start und er sackt mich die ganze Zeit hier fast, Alter. Was soll denn das? So, wir haben jetzt Peterson hier in einem Block mal noch, damit er probieren kann, diesen X-Factor Rusher dazu verteidigen. Der hat einfach zwei X-Factor D-Liner. Ciao, Junge. Ciao. Okay, Leute, sowas pisst mich wirklich richtig an, wenn der einfach so ein gutes Team hat, aber dann auch noch so lange braucht, um seine Plays zu picken und man einfach die ganze Zeit nur frustriert rumsitzt, Digga. Ganz entspannt. Neue Chance hier jetzt mit einem neuen Drive. Sehr schön. Wenn der gecatcht wäre, wäre ich ein bisschen ausgerastet. So, Leute. Defense, bitte rasiert jetzt mal.
Scheiße, Mann, scheiße. Ich habe auf jeden Fall seinen Running Back aus dem Spiel genommen, weil ich hatte das Gefühl, er will wieder da in so eine Außenzone passen. Ah, ich komme hier aus dem Block nicht weg, ey. Mann. Ja, wird eh Touchdown, Digga. Okay. Defense ist da. Let's go, Junge. Second and go. Ich bin mal Wagner hier in der Mitte. Und werde komplett ausgenommen. Aber wieder Touchdown verhindert, oder? Alter, let's go, Digga. Dritter und go. So sieht's mal aus, Junge. Come on, D. Scheiße. Mann, ey, ich habe echt gehofft, wir können ihn jetzt nochmal stoppen, aber nee, natürlich nicht. Mann, der Typ regt mich auf, Alter. Wie lange kann man denn brauchen, um einen scheiß Kick rauszuhauen, Digga? Alter, Scholli. Ich schwöre euch, der will mich rausekeln aus diesem Spiel und lässt sich deswegen so krass viel Zeit, weil er einfach will, dass man sich ärgert, Digga. Ist wirklich so. Was sollte man sonst für einen Grund haben, um sich so lange Zeit zu lassen für einen Kickoff, Digga? Guckt euch das mal an. Er hat einfach hier 30 Sekunden gebraucht, um sich für einen Kickoff zu entscheiden oder was. Kann ja wohl nicht sein. Und den renne ich jetzt raus, Digga. Ist mir scheißegal. Ja, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Okay, ich probiere es auf Anderson oder Johnson zu passen in die Curl-Route. Nee, die ist abgedeckt. Wir laufen selber. Slide. Okay, danke schön. So, das sind unsere ersten 8 Yards in diesem ganzen Spiel, Alter. Okay, wir machen hier so eine kleine Option, so einen Option-Spielzug. First down erstmal geholt, let's go. Wir probieren zu Lamb oder Anderson zu passen, würde ich mal sagen. Ja, das war auf jeden Fall die sichere Option. Sind zwar nur 6 Yards, aber jetzt pausiert er das Game, Digga. Wirklich, was ist das für ein Vogel? Erst nimmt er eine Timeout zu einem Zeitpunkt, wo man echt keine Timeout nehmen muss. Dann braucht er immer eine Minute, um seinen Play zu picken. Und jetzt macht er Pause? Hat er irgendwie Probleme oder so, Digga? Junge, was ist los mit dem? Also auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir hier wenigstens einen Touchdown erzielen können vor der Hälfte. Das wäre definitiv sehr geil, aber das war nix. Da war eigentlich voll jemand offen von mir. Guck mal, die waren da beide komplett offen links. Okay, Johnson ist in der Slant-Route, Anderson in der Drag-Route. Let's go. Jawohl. Catch den, ey. Dankeschön, danke. Megatron, let's go. Ich hatte wirklich Schiss, dass der den kurz droppt oder so, Alter. So, auch hier würde ich sagen Anderson oder Johnson. Megatron, let's go, Digga. So sieht es aus. So sieht es nämlich aus, Digga. Scheißegal, ob es ein 99er-Team ist oder was auch immer. Megatron ist da, Junge. Let's go. Auch hier wieder, Megatron gefällt mir in so einer kleinen Outroute. Mal gucken. Ah, er wollte den selber covern. Nein, Digga, er fummelt den einfach. Was für ein Hund, Junge. Ey. Wirklich jetzt, Digga? Alter, sowas ist so einfach nur scheiße. Sowas ist einfach nur scheiße, Digga. Warum fummelt man da den Ball? Mann, jetzt spiel bitte, Junge. Jawohl, gute D. Let's go. 2. und 12. Komm schon. Was? Junge, dieses Spiel ist so behindert, ey. Ich dachte, das wäre safe ein Pick. Alter Schwede. Alter Schwede, sage ich dazu. Sonst gar nichts. Digga, das kann doch nicht sein. So, wir blitzen jetzt einfach mal Man-Coverage. Mann, Junge. Da habe ich auch keinen Bock zu tacking, sage ich ganz ehrlich, Digga. Wenn der Erste schon so dumm vorbeisegelt, Alter, dann renn direkt durch, Junge. Ist mir kackegal, wirklich. Vor allem, Digga, ein 95er Bobby Wagner rennt so dumm an ihm vorbei. Was soll das? 21-0 schon wieder. Das ist doch einfach nur beschissen. Okay, Kack-Kick. Mein Typ will auch gar nicht rangehen, aber okay, war eigentlich schlau, weil jetzt hat er uns ausgeschossen. Dadurch kommen wir natürlich weiter nach vorne. Wir sind an der 40-Yard-Linie, Digga. Jetzt kann man ja wohl safe mal einen Drive runterrennen und einen Touchdown machen, damit dann die Halbzeit ist. Ist ja wohl jetzt nicht zu viel verlangt, oder? Jawohl. Stark, sehr stark. Let's go, no huddle. Let's go, let's go, let's go. Wir laufen den Ball. Jawohl. Ein paar Blocks gekriegt. Zwar nicht besonders viel, aber immerhin ein paar Yards. Wir haben noch alle 3 Timeouts, also will ich jetzt auch nicht zu viel no huddle machen. Aber mal gucken, was wir hier noch reißen können. Also das war scheiße, Digga. Lass mal eine Timeout nehmen. So, Leute, 3. und 5.
Das ist jetzt verdammt wichtig, dass wir hier einen First Down bekommen, wenn ich ehrlich bin. Wir schicken mal Engram noch in eine... Ach, kacke, der kann hier gar keine Sig laufen. Scheiße, das ist natürlich kacke. Hat er komplett gelesen, Digga. Das war ja so schlecht von mir, Alter. Wir kicken jetzt hier sicherlich kein Field Goal, sondern gehen dafür. 4th and 5, Junge. Mann, ey, das war so dumm von mir. 4th and 5 jetzt extrem kritisch. Okay, ich hoffe, wir können Johnson anspielen oder Anderson oder Engram. Ja, nix war offen, Digga. Leute, ich sag euch ehrlich, jetzt geht die Motivation langsam flöten. Mann, Junge, dieses Spiel kotzt mich so an, Alter. Und so schnell steht es einfach mal 28-0, Digga. Macht auf jeden Fall Spaß. Mann, ey. Warum nimmt er da eine Timeout? Will der mich einfach nur ankotzen? Fucking Coach legt mir einfach nur Runplays die ganze Zeit vor, Digga. Er gibt einfach schon auf. Ich will hier noch punkten, Junge. Wetten, ich werde jetzt einfach gerusht und bekomme Safety. Let's go. Let's go, bro. Let's go. No huddle. Okay, wir machen ein Screenplay zu Johnson. Mal gucken, ob das was wird. Go, Johnson. Ja, das war absolut gar nichts, Digga. Richtig schöne Scheiße, Junge. Timeout. So, wir probieren den Ball zu Lamb anzubringen. Nee, Digga. Wo rennt mein Typ denn hin, Mann? Ey, er nimmt eine Timeout. So ein Pisser, Digga, weil er jetzt denkt, er kann nochmal vor der Hälfte punkten. Digga, solche Gegner sind einfach die größten Hunde. Ohne Scheiß, Junge. Warum braucht er jetzt wieder eine Minute, um ein Play zu picken? Er weiß doch sowieso, dass er gewinnen wird. So, was soll das, Digga? Er wirft den Ball einfach nicht zu R1 und es war wide open, Junge. Ein Scheiß... Alter, ich pante ganz sicherlich nicht, Digga. Der Kommentator meinte einfach gerade schon 6 Sacks gab es in diesem Game. Gute O-Line auf jeden Fall. Ja, Digga, wir probieren halt einfach zu Megatron zu werfen, ne? Was anderes ist halt... Bleibt sowieso nicht übrig, so. Digga, was ist denn das für eine O-Line? Alter Schwede. Er hat keine Timeouts mehr, jetzt muss er... Er geht tatsächlich noch Huddle. So ein Pisser, wirklich. Als ob es jetzt nötig wäre, dass er noch diesen Touchdown hier kriegt. Das war ein Touchdown, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Dieses Spiel ist so frech und beschissen, Junge. Ich stopp den 3 Yards oder so vor dem Touchdown, er macht den trotzdem. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich denke, ich werde das Spiel gleich beenden, weil meine Kamera hat eh nur noch 3 Minuten Speicherplatz, Digga. Und es macht hier keinen Sinn. Ein Spielzug schnell noch, bevor die Hälfte ist. Vielleicht nochmal einmal einen Pass zu Megatron. Nee, die rushen direkt wieder durch, Digga. Natürlich. Natürlich. Warum braucht dieser Typ so ewig, Digga? Es ist so zum Aufregen, Junge. Es ist so zum Aufregen. Was kann daran so schwierig sein, einen Kickoff auszuwählen? Ich verstehe es nicht. Hängen geblieben ist der Typ, Digga. Absolut hängen geblieben. Wir probieren jetzt nochmal einmal zu punkten. Ich hoffe, die Kamera hält es noch aus von der Zeit her. Und wenn wir das dann nicht schaffen, Digga, dann gehen wir aus dem Spiel raus. Macht keinen Sinn. Wir fangen erstmal an mit einem Lauf. Ey, let's go, Junge. Jawohl, Digga. First down geholt. Sehr schön. So, mal gucken, was wir hier machen können. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mir irgendwie aushelfen wollt mit dem Ultimate Team, falls ihr irgendwelche Spiele habt, die ihr nicht selber braucht, die ihr traden würdet zu mir, dann lasst mich das auf jeden Fall auch gern wissen. Und ja, Mann. Falls ich weitermachen soll mit der Serie, schreibt mir es in die Kommentare, lasst mir ein Like da, natürlich abonnieren, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich wieder meinen Ass gewuppt bekomme in der nächsten Episode, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gut, also bis zum nächsten Mal. Haut rein.